Heute war Poolparty im Cabasquali. Ich habe jetzt kein Video gemacht, weil man sich darüber beschwert hat, dass ich im Pool filme und man keine Lust hat, dann mit der Badehose darauf zu auf den Videos drauf zu sein. Ja. Ich sehe jetzt noch ein bisschen hier. After Pool Party. Und ja. Ihr seht's ja. War ein schöner Abend, war richtig cool. Die Getränke muss man jetzt selber holen, weil einfach zu viel los war. Und bei 3 Bedienungen, die kommen da einfach nicht hinterher. Aber mein Fazit war ein richtig geiler Abend. Erst bei der Luna Parks gewesen. Dann anschließend noch zur Poolparty. Ich hoffe, das findet öfters hier noch statt. Gutes Programm von Animation. Echt schön. Seht ihr mal den Pool bei Nacht. Wenn absolute Ruhe und Stille ist. Gut, jetzt bis auf ein paar Leute noch. Da war dann die Musik und Animation und getanzt. Ja. Und es hat immer noch, wo ich hierher gefahren bin, hat es immer noch 27,5 Grad. Der größte Sangria-Eimer der Welt, ich ist auch mal ruhig. Also deutsche Urlauber, falls ihr immer noch Angst habt, hoffe ich mal, dass dieses Video euer Fernweh so weit weckt, dass euch doch hertraut. Also dann schönen Abend noch. Und falls noch jemand das Thermometer Uhrzeit vermisst, das ist jetzt in den Pool gewandert, hängt nicht mehr an der Rezeption. Und hier wird auch noch fleißig gearbeitet. Buona notte. Buona notte. Aber kann es sein, dass der Fliesebruder im Pool. Also ich kann bloß noch barfuß hier rumlaufen. Mit der Badelatsche, jetzt baut es mir jedes Mal was fast durchs Maul.